Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. One, two, three! Kurz nach 12. Ich hatte heute schon 4 Stunden Schule, also ab 7:40 Uhr. Und jetzt haben wir gerade 2 Freistunden sozusagen, weil wir haben halt Entfall 2 Stunden. Und danach muss ich auch wieder in die Schule gehen, weil wir dann noch Informatik haben. Und Leute, mir ist meine andere Florian-Kamera einfach kaputt gegangen. Die ist jetzt in der Reparatur. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, deshalb filme ich jetzt mit einer anderen Kamera. Ich hoffe, dass das einigermaßen okay ist und dass sie auch scharf stellt. Weil irgendwie ist es ein bisschen komisch, mit der zu filmen, aber yes. Ich bin schon seit einer halben Stunde oder so wieder zu Hause. Aber ich muss halt schon in einer Stunde ungefähr wieder los. Aber ich werde es noch gleich zu Mittag essen. Nachher habe ich dann auch noch Turntraining mit Lisa zusammen. Und es sollen noch Pakete für mich ankommen. Die packe ich dann auch noch mit euch zusammen aus. Also ich nehme euch heute einfach mal so über meinen restlichen Tag mit. Und ich muss dann auch noch gleich halt wieder in die Schule laufen. Ich schaue einfach mal, wie ich euch da so mitnehmen kann. Aber genau. Ich werde jetzt erstmal meine Tasche ein bisschen auspacken, weil ich muss halt nicht mehr alles mitnehmen, was ich dabei hatte zur Informatik. Und die ist eigentlich auch ziemlich schwer. Also mein Mäppchen brauche ich zum Beispiel nicht mehr, weil wir sind ja halt im Computerraum eigentlich nur an den Computern. Und Informatik ist eigentlich auch ziemlich entspannt. Wir haben heute übrigens auch eine Mathearbeit geschrieben. Die Mathearbeit ist auch der Grund dafür, dass die letzten Tage kein Video online kam, weil ich habe einfach nur für diese Arbeit gelernt. Und jetzt ist die endlich rum. Die lief eigentlich auch ganz gut. Und genau, ich bin echt froh, dass sie jetzt rum ist und jetzt kann ich auch wieder ein bisschen aktiver sein. Mein Taschenrechner brauche ich auch nicht mehr. Also ich glaube, ich nehme einfach nur mein iPad mit, worauf ich halt dann schreibe, wenn wir das aufschreiben. Genau. Und ich hoffe, dass das Mittagessen gleich fertig ist. Ich habe echt Hunger, Leute. Mein Zimmer sieht übrigens extrem schlimm aus. Also ich habe hier halt voll lange nicht mehr aufgeräumt, weil ich habe mich wirklich nur auf diese Mathearbeit konzentriert. Und das hat mich so fertig gemacht, weil Mathe ist absolut nicht mein Lieblingsfach und das war sehr, sehr schwierig, das alles zu lernen. Und ich muss dann nachher auf jeden Fall hier nochmal aufräumen, aber das kann ich jetzt nicht machen, weil ich esse jetzt zu Mittag. Und da muss ich auch schon gleich wieder loslaufen, Leute. So, Leute, ich habe jetzt schon ein bisschen länger zum Mittag gegessen und meine Pakete sind angekommen von Brandy Melville. Also das sind 2 insgesamt. Ich kann die euch mal zeigen. Wir haben jetzt übrigens schon 13:27 Uhr, also ich muss echt gleich loslaufen. Und deshalb schaffe ich es nicht mehr, die Form Unterricht jetzt noch auszupacken. Aber ich mache es einfach, wenn ich wieder nach Hause komme. Und ja, ich freue mich schon voll, die auszupacken. Yay! Das ging auch voll schnell, weil ich hatte die vor 3 oder 4 Tagen bestellt. Und jetzt sind die einfach da und ich freue mich so, das auszupacken. Weil da sind richtig coole Sachen drin. Und ja, wir sehen uns dann wieder nach der Schule. Ich bin jetzt aus der Schule zurück. Ich bin so fertig irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall mache ich mir jetzt erstmal was Kleines zu essen. Ich glaube einfach einen Joghurt oder so. Und ich muss auch noch Hausaufgaben machen. Aber ich will jetzt erstmal das Brandy Melville Paket aufmachen. Und danach mache ich noch Deutsch. Und dann muss ich mich auch schon fertig machen, weil wir dann Training haben. Aber ich habe so Hunger, Leute. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Ich glaube, als ich Hausaufgaben angefangen habe. Auf jeden Fall bin ich noch nicht mit meinen Hausaufgaben fertig. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden, das Training heute abzusagen, weil ich kann einfach nicht mehr. Leute, ich bin so fertig. Ich weiß auch nicht, irgendwie die letzten Tage waren generell voll anstrengend, weil wir hatten ja eigentlich langes Wochenende. Ich musste aber trotzdem jeden Tag früh aufstehen und habe Mathe gelernt. Und ich bin heute irgendwie schon den ganzen Tag so müde und fertig. Ich weiß nicht. Sonst geht es mir eigentlich nie so, aber ich kann einfach nicht mehr, Leute. Ich weiß auch nicht. Noch Kopfweh und ich glaube, entweder das ist das Wetter oder einfach dieser Stress, den ich habe seit den letzten Tagen. Einfach mit Schule und allem. Und hatten wir heute auch noch lange Schule. Das war auch nochmal richtig anstrengend und ich musste 2-mal zur Schule hin und dann wieder 2-mal zurück. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall geht es mir heute nicht so gut. Und ich habe auch noch nicht das Paket aufgemacht. Ich habe mich gerade einfach die ganze Zeit ausgeruht. Mit Hausaufgaben bin ich auch noch nicht fertig. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag. Und heute Morgen, als ich zur Schule gelaufen bin, ist halt einfach geschüttet. Yay. Ich habe diesen Freitag auch nochmal Turntraining. Vielleicht kann ich euch da ein bisschen mitnehmen. Ja, ich werde mich jetzt erstmal noch ein bisschen ausruhen, gucken vielleicht, dass ich Deutsch noch fertig kriege.
Und dann packe ich vielleicht noch das Paket aus. So, Leute, ich habe jetzt Deutschhausaufgaben fertig gemacht. Und ich habe mich noch ein bisschen ausgeruht, weil ich weiß nicht, ich war heute einfach so fertig. Normalerweise bin ich nie so, also keine Ahnung, es ist richtig komisch heute. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt einfach an dem ganzen Stress, den ich die letzten Tage hatte. Obwohl ich nicht mal YouTube-Videos produziert habe und ich hatte trotzdem irgendwie so viel Stress, ich weiß auch nicht. Aber wir haben jetzt schon 18 Uhr, fast halb sieben. Und ich werde jetzt endlich das Paket aufmachen. Normalerweise mache ich die Pakete immer sofort auf, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Und genau, ich freue mich, das jetzt aufzumachen, weil ich habe echt lange auf die Sachen gewartet. Und das sind auch ziemlich coole Sachen. Mir geht es jetzt auf jeden Fall auch wieder besser, weil ich war vorhin echt so fertig und müde und ich kann es mir auch nicht erklären, aber ja, mir geht es jetzt wieder besser und ich denke, jeder hat mal solche Tage, wo es einem einfach nicht gut geht und man einfach nicht mehr kann. Aber ja, ich mache jetzt endlich das Paket auf. Ich will das schon seit heute 12 Uhr aufmachen und jetzt haben wir halb sieben. Aber ich freue mich. Ich finde gerade irgendwie keine große Schere, deshalb mache ich die Pakete jetzt einfach mit dieser Minischere auf. Und ich weiß auch nicht, warum die in zwei Paketen geliefert wurden. Ich mache erstmal das Kleine auf. Oh mein Gott, Leute. Also ich habe jetzt einfach mal beide aufgemacht. Hier ist die Jeans drin. Ich glaube, da ist nur die Jeans drin, weil ich hatte mir eine Hose bestellt. Oh, und noch Oberteile. Also ich hatte mir... Ich glaube, das sind sogar alle Oberteile. Ja, hier ist diese Weste drin. Also nicht Weste. Ich sage immer Weste, Leute. Ah, diese Jacke. Die habe ich auch gerade an in einer anderen Farbe. Und ich habe mir die jetzt nochmal in so einem dunkler Farbe bestellt. Und in so einer grünen Farbe. Oh mein Gott, das sieht voll grau aus. Das sieht irgendwie... Ah, ist trotzdem schön. Oh, ich freue mich. Genau, also das war da einmal drin. Hier sind jetzt die ganzen Tops, die ich bestellt habe. Also einmal hier so ein Trägertop. Ich probiere das alles auch gleich an. Dann hier so ein normales T-Shirt. Ich glaube, das ist so ein bisschen gecroppt. Aber es ist schwierig mit einer Hand jetzt. Aber, komm. Ja, okay, auf jeden Fall sieht es so aus. Ich ziehe es ja gleich an. Und dann hatte ich mir hier so ein süßes Top bestellt mit so einem Blümchenmuster. Und ich ziehe das jetzt mal alles an, würde ich sagen. Bei der Hose bin ich echt gespannt, ob die mir passt. Wenn nicht, dann geht die wieder zurück. Hoffen wir es einfach mal. Ich habe das gerade irgendwie voll übersehen, aber auf jeden Fall ist da noch so ein Ring dabei, weil ich hatte mir auch noch so einen Ring bestellt. Und hier so eine Tasche. Und zwar sieht die so aus. Oh Gott, warum stellst du so unscharf? Ich finde die richtig cool, weil ich will die auch so in die Schule mitnehmen. Und ich liebe solche Taschen. Ich habe die schon bei so vielen Leuten gesehen. Ich finde die eigentlich auch ganz schön. Und ja, also die ziehe ich dann gleich zu einem Outfit noch an. Oh mein Gott, ich finde die so schön. Und den Ring probiere ich auch mal an, weil ich habe sehr dünne Finger. Mal schauen, ob der mir passt. Also Fazit, der Ring ist klein, ist ein bisschen groß. Es geht noch, also der sitzt locker halt. Aber okay, der ist schon ein bisschen groß, aber egal. Ich glaube, ich finde nie passende Ringe für meine Finger. Außer Lisas selbstgemachte Ringe, die passen mir. So, also Freunde, das ist jetzt das erste Outfit und ich muss sagen, ich liebe es. Also die Hose ist klein, ist ein bisschen groß, aber es geht eigentlich noch. Also es geht noch. Vielleicht schneide ich hier unten ein bisschen ab. Und genau, also ich habe jetzt auch schon die Tasche. Und oh mein Gott, ich liebe dieses Outfit. Also ich finde das Top erstmal mega schön. Ich weiß noch nicht, ob ich es in die Schule anziehe, weil es echt ein bisschen kurz. Aber auf jeden Fall diesen Sweater, also Carla Hoodie heißt der, den liebe ich. Und ich finde, mit der Tasche sieht es auch mega cool aus. Ja, also ich bin mega happy. Also mein Zimmer ist gerade echt Chaos, aber ich wollte es euch nochmal so zeigen, weil vielleicht sieht man das hier ein bisschen besser. Oh, da liegt was. Leute, ich liebe dieses Outfit. Ich lieb's. Und ja, mein Zimmer ist einfach nur Chaos, weil wenn ich für irgendeine Arbeit lerne, ich komme einfach nicht dazu aufzuräumen. So, das ist jetzt die zweite von den Jacken und die ist ein bisschen länger, weil die irgendwie in der großen Größe ist. Ich dachte, die ist auch so groß wie die anderen, aber ist eigentlich nicht schlimm, weil ich finde den trotzdem ganz schön. Und er ist auf jeden Fall mega bequem. Also der Carla Hoodie, weil die heißen ja so. Und ich lieb's. Ich habe immer noch das Top an, aber ich ziehe jetzt mal die anderen Oberteile an. So, das ist das zweite Oberteil und das finde ich eigentlich ganz schön von der Länge. Vielleicht kann es ein kleines bisschen kürzer sein, aber eigentlich ist es schön. Und ich mag das auch. Und jetzt ziehe ich noch dieses blaue Top an. So sieht das letzte Top aus. Es ist einfach so ein ganz normales Basic Top. Und ich mag das auch ganz gern. Leute, ich habe gerade was richtig Dummes gemacht und zwar, ich habe ja diese Hose hier, das ist so eine Art Mom Jeans, ich weiß nicht genau, wie diese Art davon heißt, aber auf jeden Fall, diese Hose sieht so schön aus und die ist mir ein bisschen zu lang gewesen, deshalb habe ich jetzt mit einer Bastelschere einfach die gekürzt. Ich glaube schon, dass es sehr dumm war und ich weiß auch nicht, ob es gleichmäßig ist, aber ich probiere das jetzt auf jeden Fall mal an, weil ich will die Hose morgen in die Schule anziehen, aber die ist halt einfach zu lang. Von abgestellt, also es ist nicht mal so viel,
Also das hier habe ich davon abgeschnitten. Das ist nicht mal so viel. Ich weiß auch nicht, ob es gleichmäßig ist. Auf jeden Fall sieht es so aus. Man könnte ja denken, dass es extra ist, ne? Also ja, ich probiere es einfach mal an. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist als vorher. Und ich glaube, ich ziehe die auch mal mit Schuhen gleich an, weil dann sieht man das, glaube ich, auch nochmal besser. So, also ich habe die Hose jetzt an. Die passt hier oben wirklich perfekt und ich liebe die. So sieht die jetzt aus. Oh mein Gott, meine Stimme. Die ist immer noch ziemlich lang, muss ich sagen. Ich glaube, ich hätte noch mehr abschneiden können, aber eigentlich ist es gut. Und ich finde die jetzt viel schöner als vorher. Und ich liebe diese Hose, Leute. Die ist von Stradivarius. Ich glaube, ich habe die sogar auf YouTube mit euch zusammen ausgepackt und anprobiert. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich denke, ich werde die auf jeden Fall morgen in die Schule anziehen. Ich weiß noch nicht, welches Oberteil. Vielleicht auch diese Jacke. Aber ich weiß noch nicht, welches Oberteil. Und ich muss auch noch meine Tasche packen. Und ich habe mich entschieden, mich wenigstens heute ein bisschen zu dehnen. Weil dehnen finde ich jetzt nicht so anstrengend. Da habe ich wenigstens irgendwas gemacht fürs Turnen. Und da fühle ich mich nicht so schlecht. Und genau. Zum Dehnen ziehe ich diese Leggings hier von Gymshark oder Gymshark, keine Ahnung, wie man es ausspricht, an. Und dann noch ein schwarzes Oberteil, denke ich. Und ich dehne mich im Wohnzimmer wieder. Hey Leute, ich bin jetzt fertig mit Dehnen und ich will mich auf jeden Fall noch duschen. Und ich habe auch schon meine Tasche für morgen gepackt für die Schule, weil dann nehme ich nämlich die hier mit. Mein Outfit habe ich mir noch nicht entschieden. Also für ein Outfit, oh mein Gott, das war gerade kein Deutsch. Für ein Outfit habe ich mich noch nicht entschieden. Das lege ich mir dann einfach morgen spontan raus, je nachdem wie das Wetter ist, ob es regnet, ob es nicht regnet. Muss ich halt dann einfach mal schauen. Aber genau, das Dehnen hat auf jeden Fall gut getan. Und ich gehe jetzt ins Bad. So, dann werde ich das Video jetzt auch mal an dieser Stelle beenden, weil ich gehe halt nur noch duschen. Ich denke nicht, dass es so spannend ist. Vielleicht wasche ich auch meine Haare, weil ich merke gerade, dass sie auch schon ein bisschen fettig sind. Ich schaue einfach mal und genau. Dann könnt ihr mir gerne noch Videowünsche in die Kommentare schreiben. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Put your head on.